da nochmal und dann gehe ich da nochmal und ne? Was? Läuft nicht. So, dann gehe ich da nochmal überhaupt und dann gerade wollte kurz, aber ist wieder ausgegangen. So, jetzt steht hier Livestream. Oh, warte. Ja, der läuft. Nicht. Jawohl, jetzt läuft er. Na, also wohin laufen doch. Sie denn? Ja, wohin wohl? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, die wollen weg von uns, Digga. Dann sollen sie weg. Nein, nicht doch. Die sollen hier bleiben. So, dann kann ich die Tweets ausmachen. Aber dann. Ich glaube, ich sollte mal langsam mein dickes Ding mal wieder anschließen, ne? Damit ich vielleicht mal wieder ein bisschen Druck auf der Leitung kriege, oder? Dein dickes Ding, ja gut, kannst du machen. Können wir gleich online gehen und daraus dann zu dir. Na hör mal, das ist aber mindestens. Also jetzt hör mal jetzt, also das kann das doch nicht angehen hier, oder? Weiß ich nicht. Also, mal ein bisschen mehr Resonanz aus der Community hat, ich meine, ich schon eher versprochen. Hör mal, Leute, was sagt ihr dazu, zu diesem Flugzeug für 10 Millionen, nur was in Gold ist? Was ich gerade gesehen habe beim Anmelden hier. Also, das ist chaotisch, übertrieben oder gerechtfertigt? Also ich persönlich finde es übertrieben. Hör mal, also ganz und gar übertrieben. Also hör mal, wenn ich hier schon erzähle, ja, 10 Millionen für ein Milli oder keine Ahnung, ich muss mal gucken. Ich habe den Jet ja eigentlich auch schon. Da ändert sich überhaupt nichts. Nur dass diese Scheiße ganz auch nur aus purem Gold besteht und dann noch 10 Mille. Da ändert sich überhaupt nichts dran. Das finde ich, also muss ich ganz ehrlich sagen, das klingt meiner nach ein bisschen sehr heftig übertrieben. Aber hallo. Sehr, sehr heftig sogar. Also, ich weiß zwar nicht, wie du das siehst oder. Wie mein Dicker, der ja gerade aus dem aber aus dem Spiel rausgeflogen ist. Zeitüberschreitung hier. Was? Zeitüberschreitung gerade. Ja, nee, ich hab da gerade mal eine Einladung geschickt. Ja. Ich weiß zwar nicht, wie du das Ganze siehst. Also sprich jetzt du oder du. Also ausgenommen jetzt mein Dicker. Aber 10 Mille für ein Learjet ist doch ein bisschen heftig, oder? Also, ich denke mal, wenn du oder ihr vielleicht da irgendwas sagt oder so, vielleicht Verbesserungsvorschläge, würden wir uns auf jeden Fall freuen. Oder eure eigenen persönlichen Kommentare würden wir uns auf jeden Fall freuen. Wenn ihr das
später vielleicht auf YouTube oder auf unserer Facebook-Seite kommentieren würdet, können wir das auf jeden Fall sehr gerne eurer Meinung, da ja der ein oder andere von uns ja mittlerweile Partner oder Pate für GTA Online ist, auf jeden Fall weiterreichen dürfen. Oder aktuell eben halt, was Slam Massive oder True Konsorten anhangen, was wir aktuell unterwegs sind, halt passmäßig, meldet euch an, joint unseren Server nach, es ist ein geschlossener Crew-Server. Dankeschön, Flecktan, Christian. Ja, komm mal rüber hier. Was soll ich denn da rüberkommen? Wir planen, oder beziehungsweise Plan ist eigentlich ein allgemein, nochmal so ein kleines, Let's Play als, Willkommensgruß zu Hause für Slam Massive. Und ihr seid auf jeden Fall herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Wir werden das Ganze als Livestream machen und zeitgleich auch als Let's Play für Slam Massive, als herzliches Willkommen zurück zu Hause. Was ihr daraus gestaltet, das entscheidet ihr dann. Ihr seid auf jeden Fall herzlich willkommen auf unseren Server. Wie ihr uns beitreten könnt, steht auf Facebook bzw. im Social Club. Oder genau. Entweder so oder so. Oder so. Ihr seid auf jeden Fall aktuell live dabei. Wie wir hier so ein kleines Willkommen zu Hause Slam Massive oder wie auch immer mit einem Stissel da vorne auf jeden Fall aktuell da vorne den Fahrer, dessen Nase ich mal aus der Ferne popele. Das ist mein Dicker. Oh, ich komm mal näher, kannst du mal richtig popeln. Oh ja, komm her. Lass mal Schnicke da vorne so am Puppel auch mal gucken, da so. Da ist es. Ne, okay, alles klar, meine Freunde. Das ist auf jeden Fall. Hat sich ja auch einiges getan. Ja, muss man echt schon sagen. Also seit dem letzten Update hier, ne? Also jetzt deine aktuelle Karre hier. Also ein paar Wagen habe ich ja verkauft. Wohin? Ja gut, das mag ja sein, aber die Karre, was ihr auf jeden Fall hier gerade hier in Flecktan seht, oh, ich liebe dieses Flecktan, ich weiß zwar nicht warum, aber ich liebe dieses Flecktan, ist auf jeden Fall eins der jetzigen aktuell, was du siehst oder ihr seht, zum aktuellen Update. Willst du mich verarschen, Alter? Ich darf doch die Musik nicht anhaben. Habe ich Musik an? Ja. Upp. So. Ey. Ich höre es leider nicht, weil ich Musik von vornherein ausgeschaltet habe. Ja. Na. Von daher. Na, so. Höre ich sowas meistens nicht. Nee, eben, genau. Ob die Musik noch an ist oder nicht. Das tut mir dann verdammt leid. Da muss man mich drauf hinweisen. Aua. Aber nichtsdestotrotz, so der jetzt ist das gepanzert. Die jetzige schöne Fahrzeug, was wir hier haben, worin wir fahren dürfen, gehört auf jeden Fall zum aktuellen Frühsommer-Update für GTA Online.
So, es gibt auf jeden Fall, ich glaube, oder verbessere mich, wenn ich mich irre. Ich glaube, insgesamt gibt es, glaube ich, 2 oder 3 neue Fahrzeuge, ne? Ja, 2. Ja, dein und den anderen. Ja, aber wie du siehst, hier ist auch schon verdammt leer geworden. Ja, es ist etwas leerer geworden, ja. Aber darum wollen wir uns ja nicht beschweren. Ich weiß, dass du beide teuren Fahrzeuge, die es zu kaufen gibt, bei GTA hast du ja. Ja, den anderen können wir gleich nochmal rausholen, dann. Oh, du willst den anderen rausholen, oh. Na sicher. Nee, jetzt bin ich aber neugierig. Hol mal raus den anderen. Alter! Da, Leute. Wieso überspringt er eigentlich mein Self-Radio? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das gibt es nicht. Ja, okay, vielleicht liegt es eventuell auch daran, dass du meine Musik vielleicht nicht geloadet hast. Ja, wir ja, wollen das kann sein. Ja gut, wir wollen das ja mal nicht darauf beschränken. Aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall sage ich auf jeden Fall meinerseits oder aus der Crew Märtyrer alias Troublemakers und PlayNation AD. Bei dem Bentley, da merkst du, dass auch schwer ist. Ja, das auf jeden Fall. Man hat es gerade gesehen. Auf jeden Fall ein ganz liebes Hallöchen, hallo und liebe Gesundheit an die Slime Massive Crew. Jo, von mir auch. Welcome back home. Wow. Da steht der Neue. Der knappe 2 Mille kostet. Diese verdammte Scheißkarre kostet fast 2 Mille. Rockstar, was habt ihr euch da eingebildet? Hallo, wer soll denn diese Scheißkarre auf Dauer bezahlen? Schon allein daran, man betone, wenn man diese miese Karre in die Luft sprengt. Außer der Eigner, der gerade drinnen sitzt, den man hier gerade sieht. Wenn man diese miese Scheißkarre fremdverschuldend in die Luft sprengt, das kostet mal knappe 20 Mille. Also, naja, nicht 20 Millionen, aber knappe, wenn ich mich nicht täusche, 20.000. Ja, gehen wir mal raus, sprengst in die Luft, dann sehen wir was. Auf jeden Fall. Wenn es so sein sollte, ihr werdet es auf jeden Fall gleich sehen. Ich bin zwar nicht der ultimative, komm, hör auf mit dem scheiß Radio hier, Alter. Digga, geh in Deckung. So, das ist also die neue, ja, ich weiß nicht, Christian, wie heißt der Wagen nochmal? Moment. Autsch. Wie Autsch? Nee, der kann nichts dafür. Boah, ist jetzt nicht keine Ahnung jetzt. Aber können wir gleich gucken. Nein, wir wirken die Aufschlagbesuche. Alter, nein. Abbrechen, abbrechen. Ohne Scheiß, Alter. Ich weiß nicht. Ne? Schneller Job eines Freundes. Willst du mich verarschen, Digga? Nein. Geh da raus, da.
komme ich da jetzt raus? Ja, einfach zurück, 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 zurück. So, jetzt bist du weg. Weg vom Fenster. Ich hab keine Ahnung. Toll, jetzt ist auch noch dein Wagen weg. Ich liebe so eine Situation. Ja, mein Wagen steht bei mir jetzt hier. Na super. Na egal, dann fahren wir da auf jeden Fall mal ganz kurz runter. Warte, komm hoch. Ja, oder so. Wollte ich gerade sagen, ich scheiß deine Karre ja mal ganz kurz weg. So, wir gehen auf jeden Fall nochmal aufs Handy. Peace and blessings, how goes it? Ich glaube, das war ein super Sportwagen, wenn ich mich nicht täusche. Genau, das war der Osiris. Genau, da war das. Wow, 1,95 Mille. Lecke mich am Arsch, ey. Alter, das wird gleich ein teurer Spaß. So, also das... Wo zahlt ihr, Mechaniker? Ja, mal davon abgesehen. Hallo, das sind ungefähr 20.000, was mich das gerade kosten würde. Nee, aber nichtsdestotrotz. So, aktuell seht ihr auf jeden Fall hier die 1, 2, 3, 4 aktuellen Fahrzeuge, die es mit dem aktuellen Update GTA auf dem PC gibt. Oder vielleicht. Ja, das darfst du. Vielleicht auch da PlayStation 4 und PlayStation 3 oder Xbox One und Xbox 360 oder wie auch immer. Die schöne Karre, die ich gleich mal in die Luft jagen darf, die kostet hier original 1,15 Mille. Ich hoffe, es wird für mich nicht persönlich allzu teuer. Wollen wir gleich sehen? So, die steht da vorne. Ich weiß haargenau, Christian hat eine Minigun oder irgendeine Shotgun. Nein. Hab ich nicht in der Hand. Im Anschlag als... Nein, guck. Nee, ich will nicht gucken. Ich hab nichts in der Hand. Oh Gott, Alter. Ich hab gesagt, darfst du in die Luft springen und dann darfst du es auch. Ich mach gar nichts. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Warte mal. Bevor ich den Scheiß hier mache, ja... gönn mir auch mal ein kleines Momentchen Spaß. Und wenn ich hier schon bei drauf gehe, ja, dann riskiere ich ja auch richtig dicke, fette Lippe. Ja, krepiere! Schade. Na, okay, das war ein Schuss in der Boxershorts. Ist dein Auto frei? Für mich? Nö. Damit die Bullen den nicht einkraschen? Moment, das haben wir gleich. So reicht aus, wenn ich als Beifahrer drin bin, ne? So. Beifahrer bin ich drin, ne? So, jetzt dürftest du, glaube ich, auch den kleinen Schniedelwutz sogar über den Jawohl. Ne, ja, also ich denke mal, du weißt, was ich meine. Ja. Kavum, genau. Ja, so sieht das doch richtig gut aus. Die Sonne durch den Baum durchscheint noch. Wunderbar, schönes Bild. Ja, dann mach doch mal einen Screenshot davon. Geil, wie das hier geht jetzt. Der ist so wie auch auf PlayStation 4 halt.
mal still mit Kamera. Naja. Willkommen im Club. Was? Ihr wollt mir einen Slater? Ich geb euch einen Slater. Amateure. Aber nichtsdestotrotz, hier vorne ich will nicht übertreiben, aber an der teuersten Karre überhaupt ist eine Achtbombe. Und Zündel! Aber das wird teuer. Das klingt ja beinahe wie Genickbruch. Das kann gut sein. Digga, was habe ich jetzt bezahlt? Bei mir steht nichts. Wo stand nichts? Ist doch nicht. Moment. Nein, komm jetzt. Nun nimmst du, was nimmst du? Crazy. Okay. Nick fucking crazy. 24.375. Merci beaucoup, Alter. Fuck you, Alter. Ich scheiße ins Getriebe, Alter. Alter, fast 25.000. Ich glaube, du hast mir gerade die Mens auf jeden Fall ins Getriebe gemacht. So, wo hast du jetzt deinen Wagen gestellt? Da hinten und da vorne. Oh, nur Fliegen ist schöner, ne? Was? Nur Fliegen ist schöner. Fliegen? Nee, Fliegen tut man mit dem Fahrzeug nicht. Die andere Autos beiseite schieben. Ja, naja, mindestens. Ich muss ja mal gucken, dass ich ja wieder zurechtkomme. Mein Gott, ich war da schon so lange nicht mehr mit dem Irre unterwegs. Aua! Verdammter Hacke. Du bist das gelandet hier. Nee, ich bin. Hat so einen Seitensprung gemacht, den gerade hier. Ja, ich glaube, man nennt das in einer Beziehung, nennt man das, glaube ich, Seitensprung, ne? Aber hallo. Ja, aber. Ja. Aua! So, irgendwo hier sollte deine Karre stehen. Ich glaube, genau vor mir. Ja, genau. Wo wollen wir jetzt hin? Mir egal. Ein Match machen? Wir können auch gerne so ein paar Rennen machen, wenn du magst. Können wir auch machen, ja? Musst du raussuchen nur. So, ups. Mal gucken. Rennrad, oh nee. Nee. Das brauchen wir nicht. Kurs.
mal gucken, markiert. Sprünge, Sprünge und Sprünge. Ups. Alles gut, alles gut. Alles wunderbar. Wahnsinn. Na komm, haust du rein, Alter. Maximum 10 Tore? Ja, klar, warum nicht? Alles klar. Einladung ist raus. Bin auch gerade dabei anzunehmen. Mit oder ohne Verkehr? Ach, mal ohne Verkehr. Let's get lost in this music. Fahrzeuge ein. Bist du denn soweit? Ich bin soweit, ja. Dann starten wir mal. Mal, ja. Auch mal. So, wir nehmen natürlich das Fahrzeug mit der Aktion und mit bestätigen fortfahren. Und bereit zum Spielen. So, da ihr ja nicht nachjoggen wolltet, werden wir unser Standardprogramm. Leider. Standardprogramm. verfluchter Energy, ich hasse das. Wir werden natürlich hier unseren üblichen Standardprogramm runterfahren und das sieht, sag ich mal, ob das Slay Crew ist. Oder eure Crew ist, das legen wir jetzt am Fahrverhalten fest. Ja, komm schon, lass mich da durch, Alter! Was denn hier los? Alter! Ja, Mann, ich bin Erster! Meinst du, ja? Super! Hallo! Wir hatten den scheiß Verkehr angemacht. Ich? Ja, super. Das haben wir jetzt davon. Ihr wollt einfach mal mit Verkehr fahren. Naja, das kannst du wohl voll vergessen, Alter. Alter, wo bist denn du? Ganz weit vorne. Ja, wie ganz weit vorne? Wie geht denn das bitte schon? Ich bin an der Schanze, wo wir hängen geblieben sind, rechts dran vorbeigefahren bin. Ey, Alter, du bist so ein mieser Wichser, Alter.
So eine miese Arschgeburt, oh schon. Oh nee, das ist natürlich. Nee, also. Sprichwörtlich ist das gerade ein bisschen sehr unfair. Hast du das nicht gesehen, dass ich dran vorbeigefahren bin? Nein. Ey, ich bin da voll im Respawn in der gesamten verquetschten Mitte da auf jeden Fall wieder gespawnt. Oh, super. Ey, das ist sowas von mies, Alter, du kleiner Wichser. Ey, da. Ich hoffe nur, dass ich dich irgendwann irgendwie mal wieder einhole. Oh, ich habe jetzt mal auf dich gewartet ein bisschen. Ja, schön, toll. Du kleine Arschgeburt, ey. Oh, sorry. Nein. Digga, bitte seh das nicht. Bitte seh das nicht falsch. Ich mein's ja nicht persönlich. Nimm dir vor, sich selber am Sonntag trockene Klamotten mit. Wenn wir zum Angeln gehen. Oh, scheiße. Ich sehe es auf jeden Fall jetzt schon kommen, Alter. Die kleine Aschgeburt da vorne, die einen halben Kilometer vor mir noch ist. Du kleiner Rosettenflüsterer. Sei du mal ganz ruhig, du. Ja, mindestens. Ey. Lieber Rosettenflüsterer, aber ich bin Single. Ich weiß, wo ich meinen kleinen Dödel schnüttel. Ich auch. Also sprich, Staubsaugerdienst, also bei mir zu Hause gibt es mehr als genug zu staubsaugen. Ich glaube bei dir, Digga, gibt es glaube ich mehr als genug Fläche, wo man staubsaugen könnte, ne? Autsch. Ja. Alter, was ist denn hier los? Vor allem nicht nur Staubsaugen. Staubsaugen sowieso allgemein nur. Ach, mieser Drecksack, Alter. Ich war hier gerade so schön in... toll. Jetzt habe ich einen Dreher gehabt. Ein Drehwurm? Ja. Drehwurm an der Nordsee ist eigentlich auch unter anderem Begriff bekannt, ne? Das nennt man auch Wattwurm, ne? Ja. Wattwurm? Was ist los, du Wurm? Scheiß Fahrerei. Ja, Wattwürmer oder Wattwürmer? Ja, Wattwürmer. Wattwurm? Was ist hier los, du Wurm? Also ich muss sagen, mit Verkehr musst du richtig vorsichtig fahren. Das macht mehr Spaß, muss ich sagen. Ja, quäß, solange nur noch ein Kilometer. Ja, jetzt mittlerweile glaube ich gut 200 Kilometer Vorsprung hast. Alter, ich fahre ja wie so ein Geisteskranker, Alter. Ist das normal oder ist das normal? Ich glaube, das ist auch normal, hä? Alter, mein Fahrzeug fährt wie eine Frau, Alter. Gibt's nicht mehr Tage, Alter, gebe ich dir was zum Wegstecken, weißt du? Ich war nochmal so frei. Ja, es ist schön. Lack auf, Alter. Nee, hast du per Mund gefressen oder geschnivelt oder was? Beides. Na, sauber, schön. Ich flieg genau über die Brüstung und bleib genau neben der Brücke liegen. Schön. Na gut, ich schalte meinen Gang runter. Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, das reicht, wenn du im Standgas durchs Ziel fährst.
Alter, mein armes Auto! Ja, nee, pass komm! Auf. Ah, es kommt. Wie, falsche Richtung? Alter, ich fahre auch nur in eine falsche Richtung, oder was? Alter, nur wegen dem scheiß Zusammenstoß mit dem SUV da eben. Ja, nee, komm, Alter. Übertreib's nicht. Ich will nur daneben. Ich will nur meinen dicken Marsch blasen. Das kann doch nicht sein. Was? Aua. Was? Nee, ich rede hier nicht ja von... Hallo? Ich rede hier nicht von Arschblasen oder irgendwas. Nee, nee. Den Marschblasen. Kennst du den? Marsch. Genau, den links, 2, 3, 4 Marsch. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, so. Wow. Juhu. Also, wenn wir das Ding ja schon haushoch verlieren, ja, dann fahre ich wenigstens, Ja, das habe ich auch gerade gemacht. Ach, Mensch, jetzt leck mich doch. Ja, das klappt nur rückwärts. Ey, Alter, hallo, ich habe nur noch 4 Sekunden, Alter. Lass mich doch mal durchs Ziel fahren hier. Eieieieiei. Deine Karre sieht doch echt klasse aus, du. Ja, auf jeden, ne? Aber holla die Waldfee. Ja, klar. Das kriegt natürlich einen Daumen nach oben. Fehlt dir davon irgendwas an Rennen? Mir fehlen 2 Dinge. Links unten, ich rechts sagen, ja. Unten. Hm. Also nichts davon. Aber Fliegen ist nicht so meine Stärke. Höchst auf die Schnauze. Ja. Auf die Schnauze fallen wir alle. Hm. Oh, da. In der Mitte ist noch das. Davon Lebenskampf in der Mitte. Davon habe ich alle. Außer wenn du irgendwas brauchst. Gut, dann machen wir den Schlamassel. So, wir werden auf jeden Nach Fall... Nach der Einstellung werde ich auch erstmal eine kleine Raucherpause einlegen. Ja. Auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall... diesen ganzen Schlamassel werden wir auf jeden Fall noch ganz kurz Raucherpause machen. Jo. Bis gleich. Tschüss.